Zeit, um ein bisschen zu talken, um ein bisschen mit den Leuten vor Ort zu reden, was gerade los ist, über Projekte, die hier laufen in der Corona-Zeit und über alles, was gerade irgendwie so im Saarland passiert. Heute ist mein Gast Peter Meyer. Schön, dass du da bist. Habe die Ehre. Du bist nicht einfach so hier, weil wir gerne miteinander reden. Ich bin auch gerne einfach so hier, aber es gibt auch aber einen speziellen Grund. Genau, du bist im Grund hier. Du bist nämlich, kann ich sagen, der Chef, der erste Vorsitzende des Poprad Saarland. Genau. Jetzt muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn man erstmal hört Poprad Saarland, okay, Poprad, Popkultur, hat was mit Kultur zu tun. Was macht ihr genau? Ich nehme an, du stößt dich an den Begriff und das war eigentlich in dem Begriff auch angelegt. Ne? Also Pop ja. und Rad. Ja, das so ein ist ja so ein bisschen Contradictio genau. Adjecto. Ne? Das ja. heißt, du hast Pop, das ist bunt, schrill, schräg, laut und divers. Ja. Und international und hast das Wort Rad, das ist so ein bisschen. Ja, ich sag mal, altbacken, verstaubt, erhebt aber durch die Hintertür natürlich auch einen Anspruch, nämlich, ja. dass du Rat geben kannst. Und Rat ist in Deutschland ja auch damit verbunden, dass das ein gewähltes Gremium ist, das Kompetenz hat. So. Ja. Das ist der Grund, warum wir die beiden Begriffe zusammengetan haben. Wohl wissend, dass die Menschen drüber stolpern und dann auch aufmerksam werden. Und wohl wissend, dass wir beides vertreten, nämlich das Thema Popkultur in seiner Buntheit und Schrägheit und in seiner Spannung. Mhm. Aber eben auch das Thema Rad, weil wir eben ganz große Kompetenz in Sachen Popkultur versammeln. Also der Poprad ist, hat mittlerweile rund 170 Mitglieder und okay. Ist ein Zusammenschluss von Popkulturakteuren, die aus dem Saarland und für das Saarland Popkultur machen. Und die allermeisten von uns machen es auf nationalem, internationalem Niveau. Das heißt, wir haben hier wirklich okay. auch die Cracks drin. Natürlich haben wir auch Amateure drin, das soll auch so sein. Auch junge Leute, die dabei sind, jetzt die Karriere noch auf die Schiene zu setzen, ne, die wir dann auch entsprechend begleiten. Aber in den allermeisten Fällen sind es Menschen, die wirklich große Ahnung von dem haben, was sie tun. Also Musikverleger, Labelchefs, Musikjournalisten, natürlich jede Menge Bandmitglieder, Musiker, Künstler aller Art, Urban Art, Street Art Künstler, wie Rax beispielsweise, ja, der ja, ja wirklich auch weltweit agiert. Ist, ja. Wir haben Galeristen mit drin, wir haben Verleger mit drin, wir haben Vertreter von Tanzschulen mit drin, jede Menge hervorragende Fotografen mit drin. Also die gesamte Bandbreite der Kreativ-, Kultur- und Popkulturwirtschaft. Ist so ein bisschen abgedeckt, aber alles schon, alles Leute aus dem Saarland. Ne? Also die, wie du sagst, national oder international genau, irgendwie genau. unterwegs das ist, sind. Das ist die Grundbedingung, dass ja. es entweder Saarländer sind, die von hier aus agieren, oder aber Menschen sind, die aus dem Saarland stammen und auch zum Teil international erfolgreich sind. Also Rax ist da ja auch ein Beispiel, ne? Der hat, ist ja in Saarbrücken ja. groß geworden. Daniel Hahn kennt ja. man ja, ja, stellt ja auch ab und zu hier aus. Der lebt jetzt beispielsweise in Berlin. Aber ja. natürlich ist der weiterhin Mitglied, das ist ja, ja überhaupt keine Frage. Und ja. ihr habt euch in diesem Poprad gesammelt, ne? Also mhm. verbunden, irgendwie vernetzt alle miteinander, also und helft euch so gegenseitig. Es gibt ja einen Gründungsmythos, das ja. muss auch so sein. Der Gründungsmythos sieht so aus, dass ich das große Glück hatte von Meinrad Maria Grevenich, 2013 war das, oder 2012 sogar, gefragt worden zu sein, ob ich nicht in den Beirat der Generation Pop will. Das heißt also, mhm. die große Retrospektive zum Thema Popkultur, die im Weltkulturerbe stattgefunden hat, ja. zum allerersten Mal weltweit überhaupt, ne? Also ja. wo man sich dieses Themas gewidmet hat, quasi diese Ausstellung mit zu planen und vorzubereiten, was für mich ein großes Abenteuer war. Und ich bin heute noch dankbar, dass ich im Team von Grevenich, diesem großen Zampano, diesem großen Kulturinszenator mitarbeiten konnte, ja. weil ich unendlich viel gelernt habe von ihm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, in so einem tollen Gremium, was könnte da meine Rolle sein? Da bin ich zu Gremium, ich habe gesagt, ich würde gerne zwei Dinge machen. Es ist gut, dass nach 60, 65 Jahren es einen Rückblick auf die Popkultur gibt und mhm. man mal guckt, wo steht sie, wie hat sie sich entwickelt, warum mhm. ist sie so stark in der Welt, ne, was macht sie aus. Aber es kann jetzt sein, dass man sich um das Diesseitigste kümmert, was es auf der Welt gibt, aber sie nicht oder nicht das zeigt, was sie ausmacht, nämlich den Puls der Zeit. Ja. Ne? Und ich habe gesagt, lass mich doch bitte das übernehmen, dann mit Frank Krämer zusammen vom Weltkulturerbe, mhm. der mir ein guter Freund geworden ist, auch ein Gründungsmitglied mhm. von uns, quasi diese große Retrospektive immer wieder durch Zusatzausstellungen, durch Happenings, durch Konzerte, durch Lesungen, durch was auch immer an den Puls der Zeit zu führen, das ist sowas, mhm. sodass die Leute merken, das ist Popkultur. Das ist die eine Aufgabe. Die andere ist, es kann doch nicht sein, dass hier ein Jahr, anderthalb eine gigantische Ausstellung ist, die weltweit Beachtung findet und die zum allerersten Mal sich dieses Themas so intensiv widmet. Mhm. Und danach wird das Ding zugemacht und im Saarland ist wieder tote Hose. Lass uns doch mal versuchen, daraus eine Nachhaltigkeit zu entwickeln. Ja.
Und das haben wir gemacht. Dann habe ich vorgeschlagen, lass uns die 15, von denen wir dachten, das sind die einzigen, Menschen aus dem Saarland, die national, international Poparbeit machen, an einen Tisch holen und sie fragen, ob sie sich miteinander vernetzen wollen und ob sie das Saarland überhaupt denken bei ihrer Arbeit und ob sie bereit wären, gemeinsam ein Konzept für das Saarland zu schreiben, um Popkultur zu fördern im Saarland. Also seid ihr quasi aus dieser Ausstellung ja irgendwie auch rausgeboren, genau, ne? Wir haben die in die Ausstellung eingeladen, haben einen Abend miteinander verbracht, haben die drei Fragen gestellt. Alle haben unisono geantwortet, jawohl, wir müssen uns vernetzen. Warum ist das noch nicht passiert? Das ist verrückt. Jawohl, wir lieben das Saarland, denken es mit, aber es macht es uns unheimlich schwer in unserer Arbeit, ne, weil die Entscheider im Land, die Opinion Leaders, die Stakeholders, die haben das Thema Popkultur nicht auf dem Schirm. Die nehmen uns nicht ernst. Und auch die Hochkulturleute. Ja. Den Begriff haben wir ja auch im Grunde genommen. Im Grunde ist der mittlerweile auch beerdigt im Saarland. Also es gibt keine Hochkultur und Breitenkultur mehr, sondern es gibt Kultur. Und das ist auch richtig so. So, und die dritte Frage ist beantwortet worden. Ja, wir wollen an diesem Konzept arbeiten. Mhm. Und wir wollen auch Dinge mit reingeben, mit denen wir sonst täglich Geld verdienen. Und das ist dann passiert. Wir haben 2 Jahre hart gearbeitet. Es ging los als Pop-Stammtisch. Irgendwann haben die Jungs und Mädels gesagt, sagen wir mal, ja, wir schaffen wie die Tiere, wir trinken kein Bier, wenn wir uns treffen. Warum nennen wir uns Stammtisch? Das macht keinen Sinn. Wir werden nicht ernst genommen. Dann kam der Name Poprat. Ja. Dann haben wir ein 120-seitiges Konzept gemacht, das auch heute noch trägt in seiner Tiefe, wie man im Saarland Popkultur verklustern kann, Arbeitsplätze damit schaffen kann und Popkultur vernünftig fördern kann. Wir haben es dem Land geschenkt und haben quasi mit dieser Schenkung, also in einer Pressekonferenz inszeniert, mit dieser Schenkung im Grunde genommen dann gewusst, okay, jetzt ist es auf der Straße, wir haben unheimlich viel Aufmerksamkeit für diese Kultur, was wir wollten, jetzt können wir das nicht laufen lassen. Ne? Ja. Und dann haben wir gesagt, was können wir tun? Wir gründen einen Verein. Wenn du dich in Deutschland demokratisch organisieren willst, musst du diesen Weg wählen. Verein und Popkultur, das passt nicht richtig zusammen und trotzdem funktioniert es. Und seitdem gibt es den Poprat und er ist dann von den 25, die nachher das Home of Pop, so heißt unser Konzept, das ist auch zu lesen auf poprat-saarland.de, von denen, die das geschrieben haben, beziehungsweise waren 25 und jetzt sind es halt wir sind auf 170 gewachsen und wundern uns heute noch, wie viele Menschen wir entdecken, die aus dem Saarland auf internationalem Niveau Popkultur machen, von denen wir zum Teil auch noch gar nichts wussten. Ist ja auch für mich als Außenstehender, wenn ich jetzt nicht so in dieser Szene drin bin, seid ihr ja auch dann quasi mein Ansprechpartner Nummer 1, oder? Gerade wenn ich jemand im Saarland suche, der kulturell irgendwas Bestimmtes macht. Also ich sag kann mal, ich mich an euch wenden? Also ich sag auf jeden Fall, ja, klar. Also sehr, sehr gerne, weil wir sagen ja, es gibt 2 Dinge, um die wir uns kümmern. Zum einen Vernetzung der Popkulturakteure untereinander und dann natürlich auch noch draußen, ne? Weil wir haben ja die Kontakte in die Republik, wir haben die Kontakte in der Großregion. Also ich mache mal ein Beispiel, die Chefbookerin vom Atelier, Trixie Hussong, ist bei uns im Vorstand. Mhm. Ne? Also wir haben die Kontakte auch über die Grenze. Und wir dienen die auch unseren Mitgliedern an. Es geht ja darum, dass wir uns vernetzen und uns gegenseitig stark machen. Und das Spannende ist, wenn wir dann so Pop-Stammtische machen, die wir regelmäßig machen, oder irgendwelche Veranstaltungen und es kommen mehr als 2 Popräte zusammen, dann entstehen immer auch neue Projekte. Dann hörst du es richtig ploppen. Ne? So, ich mach doch das und du machst das. Können wir nicht zusammen? Und dann bopp, ist schon wieder ein neues Popkulturprojekt entstanden. Das ist hochspannend. Also man merkt ja bei euch, ist irgendwie gerade richtig viel los und du sagst es auch, da ein Projekt und wenn man sich trifft, dann kommt da was Neues. So, jetzt kommt Corona. Genau. Jetzt ist es bei euch, liegt jetzt alles brach und es geht gar nichts oder laufen die Projekte schon irgendwie weiter, aber so unter angezogener Hand? Also ich fürchte, für jedes einzelne oder für fast alle Mitglieder liegt alles brach, leider. Okay. Ne, weil wir sind ja ganz, ganz stark von der Corona-Krise betroffen. Ja. Ne, wir haben Veranstalter, wir haben Künstler, Bands, DJs, Künstler aller Art. Wir haben Live-Spielstätten bei uns mit drin, natürlich auch. Ne? Also ich habe heute Morgen noch mit dem Heiko Renno von der Garage telefoniert. Der Mario Strasser ist mit drin bei uns, viele andere mehr. Und die mussten ja quasi von einem auf den anderen Tag von 100 auf 0 fahren. Ja, ne? Und stehen dicht, wirklich vor einem Riesenproblem, nämlich wenn das so massiv weitergeht, dass viele, viele von denen pleite gehen, ihren Job nicht mehr werden weitermachen können. Also kann man das schon sagen, wie soll ich denn sagen, so da herrscht so ein bisschen Angst, dass so Ende des Jahres ein paar nicht mehr da sind. Da herrscht die große Angst, dass Ende des Jahres sehr viele nicht mehr da sind. Ne? Also wenn das so weitergeht, wird das auch so sein. Ja. Und das ist höchst dramatisch. Und das ist ja auch der Grund, warum wir nicht nur für den Poprat, sondern für die Popkultur, die Freischaffenden, Kulturtreibenden im Land,
für die Kreativwirtschaft im Land, weil bei uns sind auch viele Agenturen mit drin, bei uns sind Tanzschulen mit drin, bei uns sind, wie gesagt, Fotografen mit drin. Ja. Also es ist ein sehr, sehr bunter, breit aufgestellter Haufen, die jetzt alle Hilfe brauchen. Ne? Warum wir für die eben auch Forderungskataloge aufgelegt haben. Und Forderungskataloge heißt bei uns, wir haben jetzt zwei ins Feld geführt, eine direkt zu Beginn der Corona-Krise und eine jetzt am Anfang dieser Woche nochmal, weil wir merken, das, was die Politik getan hat, ist aller Ehren wert, aber es reicht noch lange nicht. Es muss noch mehr passieren. Und wir machen es, wie wir das immer tun. Wir rütteln nicht an den Stäben und schreien Geld, 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 sondern wir überlegen uns, weil wir eben die Kompetenz haben in Sachen Popkultur, überlegen wir uns Programme, die sinnvoll machen und machen dann der Politik auch Vorschläge. Und das haben wir auch gemacht. Okay. Das heißt aber auch, die Politik unterstützt euch jetzt oder die Kulturszene, sage ich jetzt einfach mal, die Popkulturszene, gerade nicht so, wie ihr oder die sich das wünschen. Naja, die Szene braucht ja jetzt Unterstützung. Ja. Ne? Und die stehen jetzt alle zusammen. Aber das funktioniert eh schon sehr gut, seitdem wir den Poprat gegründet haben. Ne? Also seitdem gibt es ja eine Organisation, die glaubwürdig ist, weil da sehr, sehr großartige Popkulturakteure drin sind, die jeder für sich in seinem Feld ja glaubwürdig sind. Ne? Mhm. Also ein Thilo Ziegler, der Rocco der Schlager Electromagnetic macht, also da brauche ich ja dem niemand zu erzählen, dass er keine Konzerte oder Festivals veranstalten kann. Ne? Ein Meinrad Maria Grevenich, der Generaldirektor des Weltkulturerbes war, dem brauche ich nicht zu erzählen, dass er nicht für Ausstellungen steht. Mhm. Ne? Das sind ja Menschen, die für sich große Lebenswerke auch schon inszeniert haben, auf den Weg gebracht haben und die einfach glaubwürdig sind. So. Ja. Und das lädt natürlich den Poprat auch auf. Ne? Und dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind, und da muss ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen, warum das so ist. Wir haben uns natürlich auch lange um die Definition Popkultur gedreht. Ne? Also was ist das für uns überhaupt? Am Anfang stand auch das Wort Pop gar nicht so sehr im Vordergrund, weil wir eher alle so aus der Indie-Ecke kamen. Mhm. Aber haben dann schnell gemerkt, nee, Pop ist das Wort, das uns eigentlich alle vereint. Es hat einige gestört, weil das doch sehr nach Mainstream klingt. Aber wir haben auch Mainstream-Leute drin. Ist auch völlig in Ordnung. Also weil die gesamte Bandbreite wird ja durch den Begriff abgedeckt. Ja. Ne? So, und dann haben wir uns überlegt, okay, was ist denn die, weil wir gemerkt haben, jeder definiert Popkultur anders. Ne? Weil wir überlegt, was ist denn die Stärke? Die Stärke der Popkultur ist, dass sie von Anfang an Musik im Zentrum hatte, aber alle anderen Kulturgenres mit inszeniert hat. Ne? Und dadurch eine emotionale Kraft entwickelt hat, die dann weltweit zum Siegeszug geführt hat. Ne? Ja. Das heißt, das Thema Tanz, das Thema Design, das Thema Bewegtbild sehr früh schon, das Thema Literatur in Form von Lyrics, ne? Und so weiter und so weiter. All diese Dinge sind ja in der Popkultur, werden richtig gehend inszeniert. It's the production, stupid. Es ist genau das. Ne? Und deshalb haben wir gesagt, wenn wir das Thema Popkultur greifen und begreifen wollen, sind wir nur dann glaubwürdig, wenn wir nicht nur das Thema Musik bedienen, das steht natürlich für uns im Zentrum, aber eben alle anderen Kulturgenres auch mit reinnehmen. Wir haben dann so eine SWOT-Analyse gemacht, was ist besonders stark im Saal, und haben dann festgestellt, die Musik, Gott sei Dank wieder, mit Bands wie Genetic und Powerwolf, aber auch unter diesem wirklich Bundesliga- oder Champions League-Niveau oder man kann sagen Weltniveau bei Powerwolf auf jeden Fall. Ja, ne? Die waren jetzt gerade auf Südamerika-Tour sehr erfolgreich, alles ausverkauft. Gibt es ein Niveau von saarländischen Bands, das sehr, sehr hoch ist. Mhm. Das heißt, wir haben da wirklich auch wieder Qualität. Das war eine Zeit lang nicht so. Und die Musikszene ist wieder sehr breit aufgestellt. Das ist der erste Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt, unbestritten Urban Art, Street Art. Wir haben Galeristen und Galerien, die das auf ganz hohem nationalem, internationalem Niveau betreiben. Zimmerling und Jungfleisch, die Galerie Neuhäusl mit Benny Knur. Wir haben im Grunde genommen das Epizentrum zum Thema Urban Art Street Art alle zwei Jahre, nämlich die Urban Art Biennale im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Ne, wir haben namhafte Künstler wie Rax und Rezo beispielsweise, die wirklich international niemand erklären muss, weil sie jeder kennt. Also auch das ein ganz klares Cluster. Und dann ist uns noch was aufgefallen, was sehr spannend war. Es gibt ein Cluster, und zwar in dem Bereich Fantastik. Aha. Wir haben die FARC mit über 40.000 Besuchern, wir haben das Epic Empires, das ist eins der größten Live-Rollenspiele, das es weltweit gibt. Und wir haben eine unglaublich stark international vernetzte Fantastenszene rund um Benny Keen, Julian Blomann und vielen andere mehr. Und die haben selber auch so ein bisschen die Anerkennung gesucht. Und wir haben gesagt, Mensch, ihr seid doch eigentlich Popkultur in Reinsform. Wollt ihr nicht bei uns mitmachen? Und die haben gesagt, wir sind dankbar und froh. Und jawohl, das machen wir gerne, weil wir fühlen uns auch so. Und das ist mittlerweile somit der aktivste Posten auch im Poprat. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Verrückt. Aber das, also wenn man das so hört, denkt man, da passiert so viel. Und manchmal, also wie soll ich denn sagen, manche kriegen es vielleicht gar nicht so mit. Ne? Und jetzt sagst du, oder hast du eben gesagt, ja, jetzt machen sich aber einige auch die Gedanken drum, dass es am Ende, sage ich mal, von dieses Jahres oder dieser Pandemie, es halt auch viele nicht gibt. Ne? Gerade
wie du jetzt erzählt hast, was alles los ist, was wir auch alles hier einfach für Hausnummern haben. Jetzt überlegt man sich schon, okay, die Politik hilft irgendwie aber nicht so wirklich. Was macht ihr als Poprat gerade, um irgendwie den Leuten jetzt gerade zu helfen, die also da ein bisschen schwimmen? Wir versuchen tatsächlich zwei Schienen zu fahren. Also vielleicht mal vorweg, also aktiv sind wir die ganze Zeit schon sehr. Ja. Wir haben jetzt gerade das Pictures of Pop, ein Festival, das ein halbes Jahr lang gedauert hat und das über 40 Ausstellungen zum Thema Popkultur ins Feld geführt hat, saarlandweit. Und damit auch jede Menge Bands präsentiert hat bei den Vernissagen, haben wir gerade fast abgeschlossen gehabt und dann kam Corona. Aber es war extrem erfolgreich, also immerhin mit wirklich zigtausenden von Besuchern und Menschen, die mit unseren Ausstellungen in Berührung gekommen sind und dann begriffen haben, okay, jetzt verstehe ich Popkultur, also funktioniert hier und das ist toll. Also wir waren immer schon sehr aktiv und haben sehr, sehr viel gemacht und haben uns auch gegenseitig vernetzt und unterstützt. Aber tatsächlich ist es so, dass die Corona-Krise jetzt nochmal ganz besondere Kräfte freigesetzt hat. Natürlich, wenn dir jemand das Messer auf die Brust setzt, in dem Fall dieser beschissene Virus, musst du aktiv werden und musst was tun. Ne? Ja. Und wir sind jetzt, wir haben zwei Schienen gefahren. Zum einen haben wir über unsere hervorragenden Verbindungen und über unsere Ideen direkt Projekte ins Feld geführt, die der Szene sofort helfen sollen. Ne? Also wir liefern Kultur zum Beispiel, eine Idee von Benny Keen, die der Markus Brixis von Popscene direkt aufgegriffen hat, gesagt hat, komm, lass uns das mit Poprad machen. Also Online-Konzerte mit normalem Ticketverkauf, sodass die Bands, die online spielen, oder im Moment ja leider nur Singer-Songwriter, ne, weil mehr geht ja im Moment nicht oder nur unter schweren Bedingungen oder erschwerten Bedingungen, dass die sofort ihre Kohle kriegen. Oder wir haben mit der Union-Stiftung zusammen, die sehr, sehr großzügig war, zwei ganz große Projekte ins Feld geführt mit insgesamt 40.000 Euro, die in die Szene ausgeschüttet werden. Ne? Also 20.000 Euro, das war das erste, 20 mal 1.000 Euro für Künstler, die Projekte einreichen, die man sofort online umsetzen kann in der Corona-Krise. Da gab es enorm viele Einsendungen und jetzt gibt es eben 20 Künstlerinnen und Künstler im Saarland, die wirklich mit 1.000 Euro auch unterstützt werden und dann dem Saarland auch noch ein schönes Kulturprojekt bringen. Und dann hat die Union-Stiftung gesagt, was im Moment uns als ehemaliges Grenzland passiert in Corona-Zeiten, ist schrecklich, nämlich dass wir den Kontakt zu unseren Nachbarn verlieren. Ja. Und das ist eine Stiftung, die halt eben das Thema Europa und das Thema Kultur ganz stark auf ihrer Liste hat und hat dann gesagt, wir geben nochmal 20.000 Euro und zwar für Künstler aus Grand Est. Und das ist eine Bewerbungsphase, die jetzt gerade läuft. Und jeweils hat man uns gefragt, bitte Poprad, helft uns das, in die Szene zu kommunizieren, seid unser Partner, was wir natürlich gerne sind. Und dann gab es noch eine grandiose Idee von unserem Poprad-Gründungsmitglied Oliver Elm von OEM, Oliver Elm Marketing, der gesagt hat, mich hat die Union-Stiftung inspiriert, dass die einfach so 20.000 Euro auf den Tisch legt. Ich lege auch nochmal 10.000 Euro hin. Lasst uns doch mal überlegen, ob wir nicht Bands im Moment sofort eine Gage zahlen und die können das Konzert später spielen. Und dann haben wir überlegt, wir können in zwei Richtungen gehen mit 10.000 Euro. Wir können in die Richtung gehen, dass wir sofort die Gagen auszahlen und dann die Konzerte später in einer schönen Reihe präsentieren, saarländische Bands, und dass wir B, aber auch sofort mit dem Ticketverkauf beginnen und dadurch die Live-Spielstätten, also die Clubs und Locations wie hier, direkt Geld einstreichen können, jetzt, und dann später auch noch Geld verdienen, weil sie den Getränkeumsatz behalten dürfen. Ne? Das heißt also, die Bands kriegen die Gage, und zwar jetzt, wenn sie sie brauchen, und die Live-Spielstätten verdienen jetzt Ticketgeld und dann später noch das Getränke-Verzehrgeld dazu und dürfen das behalten. Das ist der Großzügigkeit von Olli Elm zu verdanken. Und so Initiativen entstehen aus dem Poprad. Das heißt, da bündeln sich jetzt ja schon über große und starke Partner, die ein großes Herz haben und Kultur auf dem Schirm haben, schon 50.000 Euro, die auf dem Tisch liegen, jetzt eigentlich für die Szene. Ne? Und wenn wir jetzt wir liefern Kultur noch mitnehmen, und dann ist das noch wesentlich mehr Geld, was da durch die Aktionen vom Poprad rumkommt. Das ist die eine Schiene. Also direkt jetzt helfen und tun, was wir können. Also ihr auch seid aktiv. Auch Save Your Culture unterstützen natürlich mit dem, was wir können. Und ne? gibt also quasi so Geld in die Szene, was ja auch geil ist. Geld, was nicht unser Geld ist, sondern Aber dieses Pop Goes On heißt es mit genau. den Pop mit Goes den On Konzerten, ist das mit den Bands. Ne? Also das ist ja ein geiles Prinzip. Und da, Katharina, ist ja meine große Hoffnung, dass wir eine so tolle Reihe auflegen können, wo wir in saarländischen tollen Locations, im ganzen Saarland, gibt es ja wirklich welche, tolle saarländische Bands präsentieren können, dass, wenn wir die 10.000 Euro verbraucht haben, hoffentlich irgendein anderer Sponsor sagt, die Reihe ist so toll, die setzen wir jetzt fort bis St. Nimmerleinstag, weil es gibt so viele tolle Saarbands zu präsentieren. Ja.
Da habe ich große Hoffnung, weil das gibt ja auch so ein bisschen die Perspektive über die Corona-Zeit raus. Genau, ne? Vor allem die Künstler kriegen direkt was und die Clubbesitzer ja aber auch. Ne? Ich kann ja Tickets kaufen. Genau, so ist es. Hast du gesagt, so ist es. Ne? Also oder ihr da draußen. Sobald wir die Bands und die Locations zugeordnet haben, ja, beginnt der Ticketverkauf, sodass die Locations direkt die Kohle haben. Okay, ne? Läuft alles über eure Homepage. Und übrigens, was wir auch noch machen, darf ich auch noch anfügen, machen ja Fight the Crisis and Be Ready for the Aftershow. Das hat auch zwei Elemente, und zwar sind das Webinare, die den Menschen Skills an die Hand geben, jetzt Geld zu verdienen im Netz, also Online-Kurse, und die B, denen Skills an die Hand gibt, wenn es wieder richtig losgeht, dann auch ihr Berufsleben als Kulturschaffende noch etwas erfüllender und besser leben zu können, indem man Presse- und Öffentlichkeitsarbeitskurse macht, Social-Media-Kurse und vieles mehr. Und das bieten wir jetzt mit der Arbeitskammer zusammen an. Also wenn du starke Partner hast, die dich als Partner auch ernst nehmen, weil du derjenige bist, der in die Szene reinrufen kann, ne, und die Glaubwürdigkeit in der Szene hat, und dann funktioniert das. Okay, also da ist wahnsinnig viel los. Genau. Und worüber kriege ich das alles mit? Über eure Homepage? Das kriegst du auf jeden Fall über unsere Facebook-Auftritte, Instagram-Auftritte und über unsere Homepage mit. Und wichtig ist jetzt, dass wir eben auch der Politik natürlich Druck machen müssen durch die Forderungskataloge, die wir jetzt ins Feld geführt haben. Und da gibt es jetzt auch Signale A vom Uwe Konrad als OB von Saarbrücken, der sofort signalisiert hat, toll, was ihr macht, lass uns ins Gespräch kommen. Das war der erste, der reagiert hat. Und die zweite, die jetzt reagiert hat, die mich vorgestern Abend angerufen hat und gesagt hat, lass uns mal in Ruhe reden. Wir werden jetzt auch kommende Woche telefonieren, ist die Kulturministerin. Auch die hat zumindest über Umwege schon erkennen lassen, dass sie in Dialog gehen will, was wir toll finden. Und dann müssen wir natürlich wirklich konkret werden und überlegen, beziehungsweise wir haben ja überlegt, was man tun kann, und müssen dann konkret werden und auch Schritte einleiten, damit der Szene sofort geholfen wird. Okay, also man merkt, es ist super viel los. Ihr seid sehr engagiert, die Leute in der Szene sind sehr engagiert mit Webseminaren an. Die Politik wird auch langsam wach. So, kannst du vielleicht zum Abschluss noch sowas sagen, was ich, also oder die Leute, die uns zuschauen, was wir gerade machen können? Also ihr könnt auf jeden Fall den Mut nicht verlieren. Für mich ist Save Your Culture das beste Beispiel. Ne? Ja. Das ist ja mit das erste Projekt, das aufgelegt wurde, nach dem Motto, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir mit der Krise umgehen. Zweitens, jetzt die Gelegenheit nutzen, euch zu verbünden, miteinander zu vernetzen, weil das stark macht. Und dann gemeinsam zu versuchen, den Entscheidern im Land klarzumachen, A, dass wir hervorragende Kultur produzieren, jeden Tag. Popkultur ist Kultur auf höchstem Niveau, oder kann Kultur auf höchstem Niveau sein. Und dass wir auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind, der in diesem Land auch eine große Rolle spielt und auch in Deutschland eine große Rolle spielt und der viel, viel Geld umsetzt. Ja. Und deshalb bitte auch ernst genommen werden muss. Das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Leute, ihr habt gehört, was ihr machen müsst. Tickets kaufen, den Poprad im Auge behalten, da ist jede Menge los. Sehr gerne. Und auch sehr gerne hier diesen Stream unterstützen. Das könnt ihr auch, indem ihr auf unsere Homepage Save Your Culture geht und uns unterstützt und spendet. Und wir wiederum geben es an all die Leute, die hier mitwirken. Ja, und wir hoffen, ihr schafft das alle zusammen. Aber wie sich das gerade angehört hat, auf jeden Fall, also oder? Also ich hoffe, dass wir uns in ein paar Monaten hier wiedersehen und uns feiern, weil Gott sei Dank alles überlebt hat und wir wieder voll auf 100 gehen. Ich hoffe. Das wäre super. Ich drücke uns die Daumen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Wir geben ab. Tschüss. Ciao.